So, schön rauf damit. Meine Lieben, es gibt Honey-Garnelen, Barbecue-Style mit Chicorée. Pass auf, schöne Garnelen, kann man auch gut und gern tiefgefroren kaufen. Ja, langsam auftauen lassen und dann schön in Öl ein bisschen braten, ein bisschen Salz dazu und alles wird gut. So, und dann den Chicorée, schaut mal her. Boah, tolles Gemüse, der wird halbiert. Jetzt hat dieser Chicorée einen relativ großen Strunk und den kann man so etwas ausschneiden. Und wenn man das macht, habt ihr die meisten Bitterstoffe auch draußen. Also, leicht einschneiden, den Strunk keilförmig ausschneiden und jetzt den Chicorée in eine Pfanne mit reichlich Butter. Ey, reichlich Butter, gell? anbraten. So, also, der kommt jetzt hier in die Pfanne. So, dazu kommt natürlich auch noch ein bisschen Salz, klar. Und der wird jetzt so ein bisschen gebrutzelt, bis die anderen Zutaten noch dazukommen. Das dauert noch ein wenig. So, die Garnelen, die werden einmal umgedreht. Und jetzt gibt es eine Marinade. Ladies and Gentlemen, die Grillbox Sixpack, ja. Mit den besten Grillmarinaden, die man sich vorstellen kann. Ja, mit Honey, mit Barbecue, Mango, Whisky, Gin, Curry. Das ist alles hier drin, schön handlich verpackt. Und da gibt es jetzt eine Marinade. So, nehme ich mal die Honey-Variante. Die schmecken auch pur sensationell gut. Ja, das ist keine so dickflüssige Pampe, sondern das kann man auch gut dosieren. Und die schmeckt auch wirklich sehr, sehr fein, elegant abgeschmeckt. Ich mische das Ganze jetzt mit einem kleinen Schluck Ananassaft und lass das Ganze jetzt zu den Garnelen. Aber die Garnelen kommen so ein bisschen zur Seite und dann koche ich das mit dieser Grillsoße Honey Style und dem Ananassaft auf. Sehr schön. Die Kameraden werden gedreht. So, und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Freunde der Nacht, jetzt kommt hier dazu Puderzucker. Das habe ich in meinem Sterne-Restaurant aufgemacht. Ja. Karamellisierter Chicorée, tolle Sache mit Puderzucker. Dann ein Esslöffelchen Honig darüber. Hey Bernd, Kameramann, schaut das geil aus? Komm, du musst sagen, ja geil, gibt's das. Dazu kommen noch ein paar Pinien gerne. So, habe ich schon Salz dazu? Nein. Aber nicht, okay, dann machen wir noch ein bisschen so. Okay, that's it. Freunde, es duftet gut. Die Soße ist wirklich lecker. Ich habe die zu Hause. Ich habe das ganze Repertoire zu Hause. Und es ist einfach mal so zu gegrilltem Gemüse auch wirklich sehr zu empfehlen. Das sind so die kleinen Dinge im Leben, die den Unterschied bringen. So, jetzt. Das schaut schön aus. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht zu dunkel wird, dass es nicht verbrennt. Der Chicorée muss noch schön knackig bleiben. Und der kommt jetzt hier auf den Teller. Ich gebe jetzt einfach nur mal einen dazu. So. Mit diesem. Boah, der Honig riecht auch gut. Ja. Und dazu noch die Garnelenspieße. Einmal. Zweimal und jetzt diese lecker Barbecue-Soße, Honey-Style aus dem Sixpack. Jetzt muss man mal sagen, hey, Sixpack muss ja nicht immer schlecht sein. Der Grill-Sixpack ist eine feine Sache. Ich schiebe das mal hier mit dazu. Ey, voilà, das schaut gut aus, das schmeckt gut, das sind Blitzrezepte. Modern, liebe Grüße.